Okay, was brauche ich? Ich brauche erstmal eine Sackkarre. Preiswerte Geschenke. Hier. Papiertüten. Okay, preiswerte Geschenke machen wir zwei gleich. 1000 Stück Papiertüten wird wahrscheinlich ein bisschen reichen. 2000 kostet das direkt. Nee, ich hole erstmal nur eins. Wir holen erstmal nur eins. Hier gibt es ja gar nicht so viel. Es muss doch noch einen anderen Laden geben. Wir holen erstmal das hier, was wir in den Dings holen müssen. Okay. Preiswerte Geschenke und an den Großmarkt. Das ist doch kein Großmarkt, Digga. So, wir haben hier einen. Großhandel. Ah, guck mal, hier ist noch einer. Aus dem Weg. Kein Problem. Leicht verschätzt. Guck mal, hier kann ich sogar reinfahren. Oh Gott, ich habe 10% gerade. Hier, das ist doch mal ein Großmarkt. Das ist groß. Papiertüten. Vor allen Dingen ist das auch günstiger. Hotdogs, Getränke, preiswerte Geschenke, teure Geschenke. Das ist es doch. Das ist es doch. Was will ich denn mit dem anderen Geringverdiener-Scheiß? Das hier. Kostet auch richtig Asche. So viel teurer ist das gar nicht. Wir holen das jetzt noch. Was habe ich denn jetzt hier drin? Halt's Maul, Digga. Ich habe jetzt eine Papiertüte, preiswerte Geschenke, teure Geschenke, preiswerte Geschenke. Die sind deutlich günstiger. Also ich hole von beiden noch zwei mindestens. Was kostet das jetzt? Oh, das wird super teuer. Ja gut, wir holen uns das noch. Ich denke, das lohnt sich. So, zack. 6000 kostet das. Aber das ist auch alles, ne? Wie bezahle ich denn hier? Ach so, direkt aus dem Auto. Kick mal an. Naja, klar. Jetzt Gift or Die. Dreh mal auf den Lachs. Weg da. Weg da. So, ich brauche einen Parkplatz. Perfekt. Ich muss mal die Sackkarre holen, glaube ich. Ich hole schon mal eins raus. Papiertüten. Aha! Hin.
kann ich doch jetzt eigentlich erstmal ins Lager bringen, oder? Und dann kann ich das hier vorne einfach kategorisieren wahrscheinlich. Was zur Hölle? Was passiert? Nein. So. Okay. Und jetzt kann ich hier links preiswert und rechts teuer. Great work, kiddo. Now it's time to open up and start handling some cash, making some money. I'm crossing my fingers. Zeitplan. The fuck is this? Ah, okay. Wir haben einen Geschenkeladen. Wann kaufen die Leute Geschenke? Abends. Wir werden also spät aufmachen. Wir machen eine 12-Stunden-Schicht von 12 bis 24 Uhr. Nee, lass uns von 10 bis 22 Uhr machen. Okay, Kompromiss. 11 bis 23 Uhr. Und dann gucken wir mal, wie das läuft. An jedem Tag der Woche. Außer an... Wir sind keine Geringverdiener, es heißt jeder Tag der Woche. Ach, kick mal an. Hier sind unsere Verkaufspreise, hier sind unsere Einkaufs-, nee, unsere Marktpreise. Hier sind unsere Lagerbestände. Es gibt also hier Reinigungsstation und Registerkasse. Aber ich mache das ja erstmal alleine, ich habe ja keine Leute. Okay. Gut, wir öffnen also morgen. Oder? Nee, das ist geöffnet gerade. Wir haben gerade offen. Ja. Hallo? Guten Tag? Schnappen Sie sich doch einen Einkaufskorb. Ja. Ich mag es, wenn im Geschäft Musik gespielt wird. Hier ist es unangenehm ruhig. Ah. Aha, das war unser erster Tag. Okay. Wir haben einen Gegenstand verkauft. Gut. So, ich laufe erstmal nach Hause. Ist ja gleich um die Ecke. So, wann ist denn jetzt unser... wann ist denn jetzt unser Geschäft hier? Also, Zeitplan sagt von 11 Uhr. Kassenabschluss? Ich muss hier keinen Kassenabschluss machen. Wir stehen also um 10 Uhr auf. Wir haben $133 verloren. Schön. Und ich nehme mir erstmal was zu essen. Ich muss noch was Neues zu essen holen. Oh, krass, die Autos fahren ja sogar weg. So, bevor wir aufmachen, wird hier nochmal durchgemobbt. Mhm. Wird hier mal durchgerannt. Ein Mob. Und dann wird die Kasse besetzt. Hallo? Ich bin es. Bedienen Sie sich. Lassen Sie schmecken. Ah, guck mal, die Kunden. Sie kommen. Aha. Ich passe die Preise erst an, wenn ich weiß, wie die Preise auf die Leute wirken. Okay, wir machen mal einen Spulen mal vor. Gesunder Tagesablauf. Wir sind vollkommen fertig. Bismann. Gibt es da schon eine Einschätzung zu? Nichts. Okay, wir kriegen wahrscheinlich erst. Du machst keinen Gewinn. Das ist nicht korrekt. Marktpreise sind keine Einkaufspreise. Ihr Low Performer!
Wird man gemobbt? Hier mobbt der Chef noch selbst. So, wir müssen bis 9 schlafen, weil wir müssen noch einkaufen gehen vorher. Ah! So, was ist? Was ist? Ich will wissen, wer hier noch was zu sagen hat. So, so läuft das nämlich im Business. Jetzt wird hier nochmal Essen gekauft. Hopp. Wir holen es direkt 10-fach. Guten Tag. Ich bin zuerst dran. Termine, Mensch. Weg da. Tut mir leid, ich hab, ey, ganz ehrlich, mit deinem komischen, mit deiner Geringverdiener-Karre da aus dem Weg. Was? So, wir müssen gleich mal gucken, wie viel Stock wir noch haben. Erstmal bringe ich das nach Hause. Ja, sehr gut. Essen trinken haben wir noch. So sauber gemacht ist. Ich bin noch im Laden drin, bleib mal ruhig. Hier ist niemand drinne. Entschuldigung? So, wir spulen mal vor. Perfekt. Vollkommen kaputt. Immer sauber machen, nachdem man gemacht hat. Grundsätzliche Regel, auch gut für die Toilette. Immer sauber machen, bevor man, nachdem man gemacht hat. Okay. Sehr gut, wir füllen die Regale jetzt schon auf, weil dann spare ich mir das. Alter, wir verkaufen ziemlich viel. Okay, der Laden ist für vor morgen direkt frisch gemacht. Wir brauchen Mucke. Das heißt, wir müssen in ein Mobil-Dingsgeschäft gehen. Lass mich mal ganz kurz gucken, wo haben die denn Mucke? Einrichtungshaus wahrscheinlich, ne? Hier. 6 Uhr macht das auf. Zack. $3,500 Jet. Das ist es. Well, look at you hustling around and stacking cash already. I tell you, your dad would have been so proud. I think it's time for your first hire. And don't forget to take that course at the Business Administration. Business, warte mal. So you know what you're doing, all right?
Ich nehme die Sackkarre von hier direkt mit. Ich muss einen Kurs machen, Jet. Wir müssen die Öffnungszeiten anpassen, ansonsten kann ich keinen Kurs machen. Der Laden ist direkt hier vorne. Weg da, ich komme mit meiner Sackkarre zuerst! Ja. So, was haben wir denn hier? Hier ist nichts von dem, was ich brauche. Wir können aber noch ein... Nee, können wir ein Regal mitnehmen? Macht das Sinn? Ja, hier ist nichts. Super. Toll. Wo finde ich denn jetzt, Weißt du was? Ich lasse sie hier stehen aus Disrespekt. So, ich muss zu meiner Karre. Erstmal muss ich im Bisman... So, was haben wir denn? Interieur. Hä? Kundendienst. 50-50. Zufriedenheit. Ihr seht, ab 20 Uhr lässt es deutlich nach. Das heißt, wir lassen den Zeitplan mal... Wir reduzieren den Zeitplan mal. Dann... Preis ist 100%. Wir ziehen mal 2 Dollar an und gucken mal, was passiert. Obwohl, wir machen erstmal 1 Dollar und gucken, was passiert. Ach, fuck it, 2 Dollar, was soll's? Was soll der Geiz? Ach, jetzt bin ich mir unsicher. Ne, wir machen 1. So. Wir müssen... Wo müssen wir hin? Hier nicht. Hier, Möbelhaus. Ika. Öffnet in 3 Stunden. Da können wir hin. Aber vorher mache ich erstmal den Kurs. Und hört das auf. Ich mache erstmal den Business-Kurs. Weg da. Ich drehe hier jetzt. Mir doch egal jetzt. Ich fahre nur, wenn ich muss, rückwärts. Aber auch nur ungern. So, Kursmanagement. Aus dem Weg! Bist du irre? Das ist eine rote Ampel für mich! Kannst doch nicht einfach rüberlaufen! Wenn ich nicht aufpasse mit der Karre, ne? Dann wird das aber unangenehm. Managementgrundlagen? Ich mache aber BWL. Ich mache es BWL. Ach, wir können nicht so lange lernen. Wir öffnen doch heute um 11. Okay, ich mache kurz Management. Bis um 10. Und dann gehe ich in den Laden. In den Laden! Ey, bist du... Ja, ihr könnt doch nicht... Seid ihr vollkommen irre? Ich muss hier dringend durch. Wirklich, ich habe keine Wahl. Entschuldigung. So, das läuft auch gut. Ich finde, die Öffnungszeiten können wir wahrscheinlich noch optimieren. Füllen mal auf.
Achso, das war das Falsche. Wir machen mal Folgendes. Ansonsten komme ich den Kurs gar nicht zu. Ich mache mal, wir haben heute Montag, wir machen morgen mal zu und Mittwoch auch, damit ich lernen kann. Und dann machen wir den Laden wieder auf. Ansonsten komme ich nicht dazu, diese Kurse zu machen. Ich will ja die Leute einstellen. Okay. Okay, wir können jetzt den Kurs den ganzen Tag durchziehen. Ich muss den Kurs Management lernen. Prozent. Und Betriebswirtschaft habe ich jetzt ehrlich gesagt auch noch Zeit. Okay. Rekrutierungskampagne für einen Kunden. Da muss ich morgen hin. Das mache ich, bevor ich Dings fertig habe. Wie viel haben die denn offen? Um 8 machen die auf. So, lass mich mal ganz kurz gucken. Ich muss morgen die. Ich gehe morgen zur Rekrutierungskampagne, mache nochmal den Kurs fort fertig. Und werde dann, denke ich, Mitarbeiter brauchen für meine, für mein Unternehmen, für mein Business. Aber die machen 10 Minuten auf. Ey, bis jetzt das Game ziemlich nice, Chat. Und offen. Guten Tag. Ich brauche Mitarbeiter. Für meinen Gift or Die. Kundendienst. Ich will die jungen Leute. Ich brauche 5 Vorschläge für in 2 Tagen. 4 Vorschläge? Alter, kostet das viel. 3? Ich mache in 2 Tagen.
Warum kann ich 15 zwischen 15 und 30 machen? Hä? Okay, gut. Dann informieren Sie mich. Weg da, nein. So, und jetzt fahren wir zur Business School. Die ist da drüben. Stimmt, ich muss noch Mucke holen. Zeitplan, wir machen morgen auch noch zu. Das habe ich jetzt geschafft, ne? Okay. Das sind jetzt noch... Eine Stunde muss ich das noch machen. Kann ich morgen noch machen? Gott sei Dank habe ich nicht so hohe Fixkosten. Krankenwagen, Mario, Staub. So, wir müssen jetzt eh auf die Agentur warten. Und dann müssen wir gleich mal schauen, wann wir... also morgen mache ich die Stunde noch fertig. Ich mache die Stunden... Oh, und dann fahren wir hier hin. Ika. Das hat morgen ab wann geöffnet? Ab 10. Okay. Das heißt, ich kann morgen um 6 aufstehen, mache den Kurs fertig, gehe zu Ika, hol die Einrichtungen. Okay, perfekt. Tokyo Drift, Digga. Das war ein schöner Drift. Ja, so langsam kenne ich mich hier auch aus. Ich hoffe, Sprit ist hier nicht so teuer. So, machen wir noch eine Stunde. Genau, 100%. 100%. Jetzt fahren wir zu Ika. Ampeln sind ja auch nur sowas wie eine Empfehlung in Amerika, habe ich gehört. Was kostet die Schulung? Die kostet Zeit vor allen Dingen. Ich glaube, man sieht irgendwo einen Kontoauszug in der... Mach mich doch nicht fertig hier. Man sieht im Menü, glaube ich, einen Kontoauszug, Chat. Hier ist es. Haben die einen Parkplatz? Oh, fuck. Oh, Bruder. Oh. Müssen wir mal einen Parkplatz haben. Ah, da vorne. Was passiert denn, wenn ich das da... Ich will es gerade nicht rausfinden, aber wenn wir die Möglichkeit haben, finden wir es mal raus. Ach, es hat erst um 10 auf. Ja gut, dann studiere ich nochmal kurz Mathematik im Auto. Guten Morgen.